Und ja, Nahrung dürfte ganze Langeweile kein Problem sein. Nahrung war eigentlich nie ein Problem. Und ja, man merkt, ausgeschlafene Bauarbeiter helfen auch immer. Gott, wenn ich mir das aber so ansehe, wird unser Fischer noch eine ganze Weile Fisch haben. Ja, wir machen schon Mehl auf Vorrat. Nicht mehr lang, dann haben wir die nötige Nahrung, um sie mit den Gelbmessern zu handeln. Die Brauerei ist auch fast schon fertig. So, Brauerei ist fertig. Das heißt, du machst die Bäume da weg. Das reicht sogar schon. Okay, Nahrung ist geliefert. Das heißt, du wirst Händler von unserem Hauptlager zum Lager der Gelbmesser und wir hätten gerne Leder. Da war was. Zum Glück ist es nicht weit bis zu den Gelbmessern. Achso, das sind die Flammengeräusche aus dem Dorf der Gelbmesser. So. Jetzt solltest du den Weg zu deinem Arbeitsplatz finden. Sehr gut.
Ganz ehrlich, ich tue noch ein bisschen die Straße erweitern. Ungefähr bis hierhin. Und ja, jetzt muss ich mir auch noch Gedanken machen über zwei Jungs. Und ein Mädchen. Nee, ich habe 10 Speere. So, zweite Fuhre an Nahrung. Und wir kriegen langsam Leder. Ja, und dafür haben wir nicht genug Bier. Aber das werden wir ja ändern. Ja, das Söldner anheuern ist eine Neuerung des Add-ons aus Rachen des Regengottes. Deswegen haben wir es bis jetzt noch nicht gesehen. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich noch vom damals weiß. Ja, wenn wir Leder oder Holz brauchen, können wir es hier eben erhandeln. Steine denke ich jetzt mal nicht, dass wir brauchen und Lehm auch nicht unbedingt, weil Lehm ist hier noch jede Menge. Wir haben bis jetzt 5 Haushalte, die Geschirr verbrauchen. Da kommt die dritte Fuhre Nahrung, also noch 2 Fuhren nach dieser. Werkzeugschreinerei steht schon seit einer Weile leer. Wir haben aber mehr als genug Holzwerkzeuge wieder. Oh, Sören ist müde und pennt mal eine Runde. Oh, sein Fischerzelt ist voll. Ja, ganz ehrlich, solange wir noch nicht übermäßig viel Nahrung gelagert haben, bleibt er mal Fischer und wir lassen nur einen Farmer farmen. Okay, das ist jetzt die vierte Fuhre Nahrung. Oh, er hat sich mal Schuhe besorgt. So, und dann Blick hier hinwerfen. Holzfäller, Werkzeugschreiner, Speermacher, Bogenmacher. Mhm, das brauchen wir.
Und das hier brauchen wir noch. Ach ja, und Weber. Da kommt die vierte Fuhre. Das heißt, wir haben fast die gesamte Nahrung. Sieht interessant aus, wie die Indianer teilweise da auf dem Boden schlafen. Ja, die brauchen halt wirklich... Ich speichere hier mal zur Sicherheit. Die brauchen halt wirklich von uns hier die Unterstützung, die sie kriegen können gerade. Die Gelbmesser sind ja zum Glück nicht die Nachos, die uns missbraucht haben für ihren Krieg. Guest ist erwachsen, okay. Ja, das wollen wir ändern. Roald dürfte auch bald erwachsen sein und Ingrid hoffentlich auch. Ja, er wartet in der Schule. Das ist eigentlich nicht schlimm. Ich will erst warten, bis die anderen beiden erwachsen sind, weil ich mich nicht entscheiden kann. Ja, lass ihn in der Schule warten. Wen von beiden ich dann zum Brauer und wir zum Träger mache. So, Ingrid ist erwachsen. Sogar schneller als... Ja, Roald. Da wird Roald mein Brauer und Guest, du wirst mein Träger. Wir hatten es geschafft, einen Numerusnuss zu verhindern. Der Bund der Freundschaft mit den Gelbmeistern war erneuert. Auf einer Welt war für diese furchtbare Zerstörung verantwortlich. Am Abend versammelten wir uns mit den überlebenden Gelbmeistern um ein großes Feuer und die Windländer fingen an zu berichten. Nun, was wir hörten, ließ uns anfangs am klaren Verstand der Gelbmeister zweifeln. Die erschöpften Wienländer berichteten uns von Geistern und unheimlichen Tiermenschen, die eines Nachts ohne Warnung das Dorf angegriffen hätten. Mit wenigen Geschrei waren sie auf dem Dichte gebrochen, wie die Dämonen der Unterwelt über die Rothäute hergefallen. Ihre Köpfe waren denen von Tieren gleich, ihre Körper bemalt und ihre Stimmen klangen, als kämen sie direkt aus den Stunden der Unterwelt. Die Wienländer leisteten heftigen Widerstand, doch umsonst. Als der Kampf vorüber war, mussten sie zu ihrem Entsetzen feststellen, dass die bösen Geister Winnie Pooh, den Sohn von Häuptling Ukavala, verschleppt hatten. Da seine eigenen Krieger zu geschwächt waren, bat der Häuptling uns, seinen Sohn zu befreien. Und wie könnten wir einem alten Freund die erbetene Hilfe ausschlagen? Doch wer waren diese unheimlichen Fremden? Hatten uns die Gelbmesser Schauermärchen aufgetischt, oder waren es tatsächlich Geister aus der Unterwelt, die so viel Leid über unsere Freunde gebracht haben? Wir überlegten nicht lange, sondern beschlossen, den Unbekannten Feind zu stellen, doch wo sollten wir anfangen zu suchen? Weiter nördlich lebte der Stamm der Rotmesser. Sie waren die besten Fährtenleser weit und breit. Wenn wir bei ihnen einen Kundschafter anheuern könnten, würden wir die Spur der geheimnisvollen Fremden vielleicht finden können. Heure einen Fährtensucher beim Stamm der Rotmesser an. Heure die Söldner an, die dir angeboten werden, indem du den geforderten Tribut zahlst. Ja, Rotmesser. Kann ich gerade nur Axtkämpfer anheuern. So, Bäcker. Du fangst schon mal an, in der Bierbrauerei zu arbeiten. So, du heirate.